Heute ist ein richtig wichtiger Tag. Und zwar geht es um die Pflege des Autos. Nachdem ich jetzt 5 Monate durch den Balkan gefahren bin, lohnt es sich mal einen kleinen Blick drauf zu werfen. Ich nehme euch mal mit und zeige euch, was ich immer so mache. Aber wie immer, wenn dir noch irgendetwas einfällt, dann schreib das in die Kommentare. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht. Okay, das erste, worum ich mich kümmere, da kann man sich auch unterwegs drum kümmern, sind die Reifen. Ich meine, die vorderen habe ich vor kurzem gewechselt, aber die hinteren hier, die haben mich jetzt durch Frankreich, London, Schweden, Balkan, die haben mich durch komplett Europa getragen, also lohnt es sich da mal einen Blick drauf zu werfen. Das erste, worauf ich immer achte, ist, ob die Seitenwand des Reifens kleine Bläschen bilden oder Schäden haben. Die Oberseite des Reifens, da gibt es ganz viele Drähte drin, das ist gehärtet und hält viel aus. Meistens kriegt man hier seitlich irgendeinen Schaden. In Südfrankreich bin ich mit dem vorderen Reifen zum Beispiel brutalst gegen eine Bordsteinkante gefahren. Da habe ich dann sofort einen Stopp gemacht, habe nachgeguckt, aber da gab es nichts zu sehen. Meistens sieht das dann aus wie so ein Pickel oder so eine leichte Wölbung, die hier rausguckt. Aber bei den Reifen ist alles soweit super. Was man auch bei Reifen unterwegs immer noch überprüfen kann, ist natürlich der Reifendruck. Das hat man ja in Albanien-Video gesehen. 4,4 Bar hinten. Vorne benutze ich immer 3,8 Bar. Wie viel Bar ihr für eure Fahrzeuge benötigt, das könnt ihr dann meistens hier seitlich ablesen. Ne, ich gehe vom Maximalgewicht aus. Hinten 4,4, vorne 3,8. Alles super. Den Reifendruck kann man auch so ständig überprüfen, indem man einfach drauf guckt. Wenn ich jetzt hier Druck rauslassen würde, dann würde sich hier so eine Wölbung bilden. Doch da kann man auch nicht ganz drauf vertrauen, weil es gibt sogenannte Run-Flat-Reifen. Bei denen sieht man das nicht genau. Trotzdem immer wieder einen leichten Blick drauf werfen. Allein bei der Balkanreise, da bin ich ungefähr 6000 Kilometer gefahren. Ich rechne das mal eben aus. So, der Reifen hat einen Umfang von ungefähr 2 Metern. Das heißt, bei 6000 Kilometern mal 1000 durch 2 hat sich der Reifen 3 Millionen Mal gedreht. Und wenn da nicht genug Druck drauf ist, dann knickt sich die Seitenwand 3 Millionen Mal hin und her. Und die Menschheit muss noch ein Material finden, das sich 3 Millionen Mal hin und her knicken lässt, ohne dass es reißt. Oder in unserem Fall platzt. Eine weitere klare Sache, die jeder aus der Fahrschule kennt, die Profiltiefe 1,6 mm ist, glaube ich, vorgeschrieben. Verdammt, ich bin so selten in Deutschland, ich weiß das gar nicht mehr. Aber das ist definitiv viel zu wenig. Achtet immer schön drauf, dass ihr viel Profil drin habt. Ihr könnt vorne auch noch reingucken, ob ihr irgendwo irgendwelche Beschädigungen seht. Ich habe einen Kumpel gehabt, der hatte hier eine Schraube drin und ist damit noch ewig weitergefahren. Der hat das nicht bemerkt, was auf einer Autobahn irgendwo im Ausland natürlich katastrophal ist. So, wenn ihr jetzt auf einem Reifen Druckverlust habt, dann gibt es einen ganz leichten Trick. Ihr nehmt euch einfach Wasser, ich schneide mir das mal eben auf, damit ich einen Behälter habe. Dann nehmt ihr euch ein Stück Seife, macht das Ganze zu Seifenwasser und schmiert damit eure Reifen ein. Wenn ihr dann hier irgendwo eine Undichtigkeit habt, dann würden dort ganz, ganz kleine Bläschen rauskommen. Besonders wichtig ist es, das alles auch am Ventil zu machen, weil dieses kleine Pinneken hier in der Mitte sorgt dafür, dass da Luft rauskommt. Und es kann sein, dass sich dort irgendwie Dreck ansammelt. Und dann weicht hier extrem langsam Luft raus. So, einmal besudeln den Quatsch. Da rührt sich gar nichts. War auch zu erwarten, weil der Reifen ist in Ordnung. Der verliert nicht an Druck. Alle paar halbe Jahre habe ich so 0,1 bis 0,2 Bar, die ich nachdrücken muss. Aber das ist vollkommen im Rahmen. Und ein letzter Schwachpunkt bei Reifen ist die Felge, beziehungsweise die Stelle, wo der Gummireifen auf der Felge aufsetzt. Wenn man eine Bordsteinkante berührt, dann könnte es sein, dass die Felge so eine kleine Delle hat und der Reifen nicht mehr richtig aufsetzt. Und dann kann da... Ach, guck mal, wie siffig das ist. Und dann kann da Luft entweichen. Da hilft dann nichts mehr. Da müsst ihr euch dann neue Felgen besorgen. So, da haben wir die Reifen durch. Ich weiß, das ist ein Thema, das weiß jeder. Aber das ist so wichtig, dass ich das auf jeden Fall nochmal durchkauen wollte. Wie gesagt, ist das jetzt auch keine Sache, die man erst in Deutschland machen kann, sondern das kann man während der Reise unterwegs immer wieder machen. Genauso wie den Ölstand überprüfen. Das machen wir jetzt auch mal ganz schnell. Zack. Den Ölstand überprüft ihr am besten, nachdem ihr das Fahrzeug lange gefahren seid, damit das Öl richtig schön warm ist und sich runtersetzt. Mein Ölmessstab ist hier. Jetzt brauche ich nur noch einen Zewa. So, dann ziehe ich den Eimer raus, wische den komplett trocken. Das hattet ihr bestimmt auch schon in der Fahrschule. Dann schiebe ich ihn komplett wieder rein. Und jetzt haben wir den aktuellen Ölstand hier stehen. Und da haben wir es. Der Ölstand ist irgendwo in der Mitte. So, und das beobachte ich die ganze Zeit. So, der ist wieder drin. Dann gucke ich mal auf mein schlaues Brettchen, weil ich habe mir das aufgeschrieben. Einer fehlte. Und jetzt fehlen 3. Ja, der verliert tatsächlich
Öl. Unten tropft nichts raus, aus dem Auspuff kommen auch keine Wolken raus. Aber ich fahre jetzt auch schon seit einem Jahr mit dem Öl und ich fahre echt durch die Karpaten wie so ein Wahnsinniger. Ich finde, das ist okay. Ein Profi hätte jetzt natürlich ein kleines Kanisterchen mit extra Öl dabei. Aber ja, ich weiß, dass ich auf jeden Fall demnächst mein Öl nachfüllen werde. Auch wenn mein Öl eigentlich in ein paar Monaten komplett gewechselt wird, ich behalte meinen Ölstand immer auf dem Maximum. Ja, das hat mir ein Mechaniker einmal erklärt, weil wenn du das Maximale an Öl in deinem Fahrzeug drin hast, dann erhitzt sich dieses Öl auch nicht so schnell, wie wenn man weniger drin hat. Man kann sich das vorstellen wie ein Wasserkocher. Wenn der voll ist, dann braucht er länger, um das Wasser zu kochen, wie wenn er nur ein Tässchen Wasser drin ist. Das kocht relativ schnell. Und Öl ist gerade das Schmiermittel, das den Motor an den Stellen kühlt, wo es drauf ankommt. Ja, und die letzte einfache Sache, die man unterwegs auch noch machen kann, ist einfach auf den Spritverbrauch achten. Die meisten Fahrzeuge haben vorne eine einfache Anzeige, die zeigt, wie viel der Sprit verbraucht. Meiner hat das natürlich nicht. Deswegen schaue ich beim Tanken einfach nach, wie viel nimmt er, bis der Tank voll ist. Und dann rechne ich das mit der Kilometerzahl runter. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Liter tanke und ich weiß, ich bin 2000 Kilometer gefahren, dann habe ich einen Verbrauch von 5 Litern pro 100 Kilometer. Wow, da kommt eine Libelle. In Griechenland habe ich es bereits überprüft. In den Bergen habe ich 5,7 Liter verbraucht. Das ist ein absolut traumhafter Wert. Deswegen weiß ich, dass der Motor auch okay ist. Da müsst ihr am Anfang einfach mal nachschauen, wie viel verbraucht euer Fahrzeug. Die Fahrzeuge verbrauchen bei der Fahrt immer wieder unterschiedlich viel. Das kommt auf die Temperatur an. Es kommt darauf an, wie ihr fahrt. Es kommt darauf an, wo ihr fahrt. Es kommt auf so viele Faktoren an. Aber wenn mein Fahrzeug jetzt plötzlich 10 Liter verbraucht, obwohl ich mit 80 km/h die Autobahn entlang fahre, und dann kann ich mich eigentlich direkt auf den Nachhauseweg machen. Ja, das waren die einfachen Sachen, die man unterwegs auch immer wieder machen kann. Jetzt kommen wir zu den Punkten, um die es in dem Video eigentlich geht, und zwar, was macht man, wenn man zu Hause ist? Ich fange mal mit den leichten Sachen an. Zuallererst gucke ich sämtliche Sicherungen durch. Einmal aufklipsen, das einmal aufklipsen, und dann habe ich hier hinten ganz dolle versteckt einen kleinen Sicherungskasten. Da kann man jede einzelne Sicherung einmal rausziehen und eine kleine Sichtprüfung durchführen. Wenn die Sicherung durch wäre, dann wäre dieses kleine Drähtchen in der Mitte durchgebrannt. Vergesst nicht, wo ihr die rausgezogen habt und packt die genau wieder dort zurück, wo sie war. Und das macht ihr mit jeder einzelnen. Hier gibt es innen meistens noch eine schöne Beschreibung. Da ist, hier ist eine Sicherung für die Hupe, hier ist eine für den Ventilator, für ABS, für alles Mögliche. Es kann gut sein, dass ihr unterwegs gar nicht bemerkt, dass irgendeine Sicherung durch ist. Irgendetwas in diese Richtung. Sicherung kann man auch natürlich unterwegs wechseln. Ich habe immer welche dabei. Die befinden sich hier im Handschuhfach bei mir. Aber wenn man mal gerade in Deutschland ist, dann kann man den Moment einfach nutzen und die wechseln. So, die nächste Sache ist dann noch den OBD-Speicher auslesen. Das empfehle ich jedem dringend. Das ist der absolute Oberhammer. Ihr kriegt für 15 Euro, nämlich da unten das leuchtende Teil, einfach bei Google OBD und Bluetooth eingeben. Das ist ein Verbindungsgerät, das diesen Stecker mit eurem Handy verbinden kann. Und dann gibt es Apps, die die Motorsteuerung des Fahrzeugs durchlesen kann und irgendwelche Fehler, die mal aufgetreten sind. Ich habe das schon mal gezeigt, ich selber benutze die App Torque. Und in Griechenland tauchte bei mir plötzlich der Fehler auf mit der Nummer P0089. Da habe ich dann etwas mehr gegoogelt und rausgefunden, das Fahrzeug hat einen kleinen Fehler. Und zwar gibt es dort ein Ventil, das gerne mal dreckig werden könnte. Und dann funktioniert es nicht mehr und das reguliert halt eben den Kraftstoffdruck des Fahrzeugs. Glücklicherweise ist so ein Ventil nicht wirklich teuer. Für 70 Euro habe ich einen Ersatz geholt, den dort eingebaut. Seitdem läuft die Karre wieder perfekt. Und ohne dieses kleine OBD-Lesegerät und mein Handy hätte eine Werkstatt die ganze Kraftstoffpumpe getauscht, die bestimmt 2000 Euro gekostet hätte. Und somit bin ich fein raus aus der Sache. Auch andere Fehler könnt ihr vorzeitig auslesen und dann einfach googeln. Das ist Gold wert. So, wenn wir gerade beim Thema Motor sind, dann muss ich auch das Thema Kompression ansprechen. Der Motor nimmt ja Sprit an, komprimiert den mit Luft zusammen und zündet den dann. Wenn der nicht mehr richtig komprimieren kann, dann verbraucht er mehr Sprit. Aber das ist auch ein Zeichen dafür, dass der Motor definitiv einen Schaden hat. Ich hatte das früher für meinen Benziner gemacht. Für Diesel braucht man andere Geräte. Das sind solche Schläuche, die steckt man sich hier rein und dann hat man eine Druckanzeige. Man steigt vorne ein, dreht einmal kurz den Motor und dann zeigt die Anzeige, wie viel Druck
der Motor auf diesem Zylinder hier macht. Mein Fahrzeug hat 4 Zylinder, also hat er auch 4 Einspritzdüsen. Hier ist die zweite, da hinten dritte und vierte. Wie bereits angesprochen, bemerkt man solche Fehler auch daran, dass der Spritverbrauch einfach steigt. Aber beim Kompressionstest gibt es noch super geile Tricks. Man kann oben in den Motor einfach Öl reintropfen und den drehen lassen. Wenn er dann eine höhere Kompression hat, dann weiß man, dass es an den Kolbenringen liegt, höchstwahrscheinlich. Auch kann man herausfinden, ob der erhöhte Spritverbrauch vielleicht an einem bestimmten Zylinder liegt. Da die einzelnen geprüft werden, die Kompressionstests sind sowas wie die Überprüfung des Blutdrucks beim Menschen. Oh, was war das denn für ein Geräusch? Hätte ich einen Kompressionstester da, würde ich das auf jeden Fall immer wieder machen. Habe ich momentan leider nicht, deswegen mache ich es nicht. Würde ich jetzt einen erhöhten Spritverbrauch haben, würde ich mir definitiv einen Kompressionstester holen, um einfach dann weiterführend herauszufinden, ob das kritische Schäden sind oder welche, die man leicht reparieren kann. AKA, ob ich das Auto schnell verkaufe oder ob ich es selber repariere. So, lassen wir die Motorhaube direkt mal offen. Wenn wir hier schon mal reingucken, können wir auch alle Flüssigkeiten überprüfen. Und ich meine nicht nur die Scheibenwischflüssigkeit, die bei mir übrigens vollkommen vertrocknet ist, müsste ich mal nachfüllen, sondern auch die Kühlflüssigkeit des Motors ist bei mir, okay, hier steht Maximum, ist kurz vor Maximum. Wichtig, die Kühlflüssigkeit erkennt ihr daran, dass da irgendetwas mit Hochdruck oder heiß drauf steht. Nicht öffnen, nachdem ihr gefahren seid, sonst kommt euch die heiße Brühe entgegengesprungen. Des Weiteren ist noch wichtig die Bremsflüssigkeit. Ich muss mal gucken, steht hier irgendetwas drauf? Ich weiß, dass das die Bremsflüssigkeit ist, weil sie hier an diesen ABS-Gedöns ist. Achtung beim Nachfüllen, lasst es nicht daneben runterlaufen, sonst ätzt es euch hier alles weg. Und ich habe hier noch die Servoflüssigkeit für mein Lenkrad. Ist auch so eine eklige Pampe hier drin. Ist im niedrigen Stand. Sollte ich nachfüllen, bestelle ich mir. Ist auch kein Hexenwerk. Was dann auch meistens empfohlen wird, sich die Filter anzugucken. Ich habe hier den Luftfilter. Den habe ich noch nie aufgemacht. Ich habe noch nie gesehen, dass es dazu irgendwelchen Problemen kommen könnte. Ich sehe gerade, die sind verschraubt. Normalerweise sind die irgendwie verklipst. Das macht mich jetzt doch neugierig. Ich guck da mal rein. Der Luftfilter vom Motor befindet sich meistens unter so einem großen Kasten direkt oben. Der Motor saugt ja Luft an und wenn diese verdreckt wäre, dann wäre das quasi ein sofortiger Totalschaden des Motors. So, da haben wir das Prachtstück. So sieht das aus, wie solche Fischkiemen ein bisschen. Unten kommt die dreckige Luft rein, oben kommt die saubere raus. Und wenn man den mal umdreht, ja voilà, Alter. Was haben wir denn hier alles? Blätter und hier ganz viel Laub. Wenn sowas im Motor landet, dann ist sofort Feierabend. Wenn man pustet, dann sieht man auch den Feinstaub wegfliegen. Ja, ich habe jetzt keinen Ersatzfilter hier. Ich baue den mal wieder ein. So, da haben wir es. Solch einen Filter gibt es auch für den Innenraum. Der befindet sich hier meistens unter dem Handschuhfach. Den kann man auch rausziehen, den kann man wechseln. Ich habe das mal gemacht. Ich dachte dann auch, wow, die Luft ist gleich viel besser, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Ich glaube, ich habe mir das nur eingeredet, deswegen wechsle ich mittlerweile den Innenraum-Luftfilter auch nicht mehr. Und noch ein Filter, den ich ansprechen möchte, ist der Spritfilter. Den habe ich in Bosnien-Herzegowina einmal gewechselt. Das hat dem Motor tatsächlich geholfen, weil gerade beim Diesel ist der Spritfilter sehr, sehr wichtig, da Diesel gerne Wasser zieht und der Spritfilter das alles trennt und der Motor auf jeden Fall ganz sauberen Kraftstoff bekommen soll. Das war auch der Grund, warum ich den Fehler mit dem Hochdruckventil hatte. Das hat mir ein Ingenieur und ein LKW-Fahrer im Balkan erklärt. Und zwar europaweit ist der Diesel zwar in einem sehr guten Zustand, doch wie es gelagert wird, ist eine ganz andere Frage. Und Diesel zieht halt eben gerne Wasser an. Und dann können sich sogar Pilze bilden. Das nennt man Dieselpest. Das könnt ihr googeln. Und deswegen haben die mir gesagt, dass jedes Fahrzeug im Balkan, zumindest in Deutschland weiß ich das nicht, vor dem eigentlichen Dieselfilter noch selber einen eigenen Filter eingebaut haben. Und das habe ich mir jetzt auch gegönnt. Der ist schön durchsichtig. Dann kann man gut erkennen, ob wie viele Partikel da rumfliegen und wann man diesen dann wechseln muss. Das wurde mir sehr empfohlen, ist auch ganz leicht reinzubauen. Einfach die Spritleitung vorne durchschneiden und dann das Ding dazwischen klemmen. Pro Stück kostet das, glaube ich, 2 Euro. Und das ist halt einer der wenigen Sachen, die man sich selber prophylaktisch da installieren kann, um unterwegs weniger Probleme zu haben. Womit ich auch zu einem nächsten Filter komme, den ich mir vor kurzem installiert habe und wo ich gespannt bin, ob der gut funktioniert. Ein Luftfilter in meiner Heizung. Hier vorne kommt die kalte Luft rein, die wird aufgeheizt, kommt hinten raus und verteilt sich im Auto. Ich habe mir hier vorne so ein Filtervlies oder ich weiß gar nicht, wie das heißt, habe ich mir geholt und das hier vorne dran gemacht, weil der Ventilator, der die Luft ansaugt, der sieht aus, als ob der in einem Staubsaugersack drin wäre. Der ist
komplett zugestaubt. Und es gibt online ja immer wieder die Anleitung, dass man einen Ventilator nimmt und so ein Vlies davor hängt, um die Luft im Raum zu reinigen. Und da das ja quasi nichts anderes ist, wollte ich das mal testen. In der Hoffnung, dass hier vielleicht ein bisschen Staub rausgezogen wird, obwohl ich damit eigentlich auch keine Probleme habe. Aber wenn ich jetzt in den nächsten Monaten hier so viel Dreck an diesem kleinen Stofffilter finde, dann kommt auf jeden Fall ein Kurzvideo dazu. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ist auch ein weiterer Filter. Ja, und damit wären wir eigentlich durch mit den Filtern. Mehr Filter fallen mir momentan auch nicht ein. Ach, Ölfilter, ja klar. Ölfilter geht aber mit dem jährlichen Ölwechsel mit ein. Ich hatte da immer eigentlich so die Werkstatt meines Vertrauens, aber ich glaube, ich mache das jetzt immer selber, weil bei meinem Motorrad mache ich das gerne, wenn ich das Öl rauslasse, dann lasse ich unten noch alles offen und gieße oben Öl nach. Da kommt immer eine richtig dicke Pampe mit raus, bis dann das oben frisch eingegossene Öl unten auch goldig mit rauskommt. Dann schraube ich alles wieder zu und fülle es auf. So zieht man noch die ganzen Ablagerungen aus der Wanne mit. Das machen die Werkstätten natürlich nicht, da muss man das selber machen. Und ja, nach jedem jährlichen Ölwechsel kommt der Filter natürlich auch weg. Wie gesagt, Öl ist da natürlich sehr wichtig, denn es kühlt einfach dort, wo es drauf ankommt. So, puh, so viele Sachen zu erklären. Sind wir gerade beim Thema Werkstatt, dann springe ich auch direkt zum Thema Bremsen rüber. Bei mir ist das die absolute Hölle, weil man die Bremsen kaum erkennen kann dadurch. Aber hier sieht man das. Da drin befindet sich nämlich eine Bremsscheibe. Das sieht ein bisschen aus wie eine CD, so eine Scheibe, die komplett hier drumherum geht. Wenn ihr da mit dem Finger drauf geht und nach außen hin gleitet, dann spürt ihr da so eine Kante nach außen hin. Man nennt das Kragen. Daran erkennt ihr, wie viel von der Bremsscheibe abgetragen wurde. Wenn dieser Kragen paar Millimeter dick ist, also paar Millimeter von der Bremsscheibe abgerieben wurde, wechseln. Auch das Bild obendrauf an der Bremse ist wichtig. Wenn diese CD viele tiefe Kratzer drin hat, dann ist das gefährlich, weil die Bremsscheibe kann bei hohen Temperaturen dann einfach brechen. Der TÜV achtet da immer besonders drauf. Dann kriegt ihr auf jeden Fall in eurem TÜV-Bericht irgendwelche Anmerkungen zu den Bremsen, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann gibt es noch das Flattern. Wenn ihr zum Beispiel viel bremst, die Bremsen heiß sind und ihr durch eine Pfütze fahrt und das Wasser auf die eine Hälfte der Bremsscheibe drauf fällt, dann verbiegt die sich. Das ist auch katastrophal für die Bremse, weil wenn sie das nächste Mal richtig heiß wird, dann könnte sie ebenfalls brechen und dann habt ihr quasi keine Bremsen mehr. Falls die Bremse verbogen ist, dann spürt ihr es daran, dass wenn ihr das Bremspedal tretet, dass ihr eine Vibration im Fahrzeug habt. So viel zum Thema Bremsscheiben. Dann gibt es noch die Bremsbeläge. Die verschleißen in der Regel viel schneller als die Scheiben. Das sind wie beim Fahrrad solche Bremsbacken. Ich hole mal welche raus. Ich habe für die Hinterräder nämlich welche da. Hier sieht man das. Da sieht man ja eindeutig, das sind 1,2 cm oder sowas. Die gehen dann direkt auf die Bremsscheibe drauf. Und ob diese runtergerieben sind oder nicht, das kann man meistens ganz, ganz schwer erkennen. Viele moderne Autos haben einen Sensor drin. Sobald die Bremsbeläge weit runter sind, dann leuchtet vorne was im Display. Hat meiner natürlich nicht. Ist mir auch egal, weil diese Bremsbeläge, die haben hier solche Plättchen oder das Material ändert sich da drin, sodass wenn der Bremsbelag weit runtergeschliffen ist und kurz vorm Ende ist, dann quietschen die Bremsen immer. Das Quietschen der Bremsen kann auch durch Verunreinigungen kommen. Da müsst ihr drauf achten. Aber wenn die Bremsen jedes Mal gleichmäßig quietschen, wenn ihr die benutzt, dann ist es diese Platte. Dann ist es dieser Hinweis, hey, du musst die Bremse wechseln. Ich hatte das Quietschen in Südfrankreich. Da habe ich dann nicht drauf geachtet. Ich bin durch die französischen Alpen durchgefahren. Und nach dem Quietschen kam ein Kratzen. Also das Quietschen, das kennt man bestimmt. Das ist ein hohes. Und das Kratzen ist eher ein Krrrr. Das ist deutlich wahrnehmbar im Fahrzeug. Das hört sich an, als ob man mit Metall auf Metall bremst. Und wenn man das hört, dann weiß man auf jeden Fall, dass die Bremsscheibe durch ist. Die kann man wegschmeißen. Das Fahrzeug bremst zwar noch, aber die Bremse könnte auch jeden Moment den Geist aufgeben. Das ist absolut unsicher, macht das nicht. Ich habe in Annecy in Südfrankreich einen tollen Mechaniker gefunden. Nochmal würde ich nicht so weit gehen. Lasst es nicht drauf ankommen. Kümmert euch um eure Bremsen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass die Hinterbremsen schon ganz gut runter sind. Wenn diese jetzt dauerhaft quietschen, dann wechsle ich auf jeden Fall die Bremsen hinten auch. Ich habe die internen Handbücher des Fahrzeugs. Ich habe sämtliche Werkzeuge da. Das ist einmal aufbocken, Rad runter, wechseln und dann kann es auch direkt weitergehen. Noch zum Thema Motor. Was man auch nicht missachten sollte, ist der Zahnriemen bzw. die Steuerkette. Im Motor habt ihr Ventile, Kurbeln und alle möglichen Zeugs, was da rumfliegt. Und der Zahnriemen hält sozusagen alles synchron, damit die Teile sich nicht in den Weg kommen und sowas. Zahnriemen sollten in der Regel, von Auto zu Auto ist das unterschiedlich, bei 150.000 Kilometern gewechselt werden. Falls ihr eine Steuerkette habt,
Die ist aus Metall, die ist langlebiger. Da solltet ihr mehr darauf achten, dass euer Öl immer korrekt ist. Solche Arbeiten würde ich auch in Deutschland machen lassen. Das ist zwar teurer, aber da wisst ihr, dass alles richtig gemacht wurde. Und da zahlt man lieber ein paar hundert Euro mehr, als dass der Motor dann komplett flöten geht und man zigtausend in Sand gesetzt hat. Das kommt natürlich ultra selten vor, dass man das wechseln muss. Deswegen vergessen die Leute das gerne. So, für den nächsten Punkt, der auch wichtig ist, muss ich erstmal die Schuhe wegräumen. Denn wir müssen an die Batterie, um zu prüfen, in welchem Zustand die ist. Der ADAC hat gesagt, die häufigste Fehlerquelle beim Auto, warum man stehen bleibt, ist die Batterie. Und dem beugen wir jetzt vor. Boah, sieht aus, als hätte man ein Grab geöffnet. Interessant ist das Alter und der Zustand der Batterie. Das Alter kann man manchmal an den Nummern erkennen, aber leider nicht immer. Dann steht hier irgendwie 31, 20, 22. Eigentlich ist das Datum gar nicht so wichtig, sondern wann die Batterie in Betrieb genommen wurde. Es gibt viele, viele Händler und viele Autowerkstätten, die das dann da drauf schreiben. Hier kann ich das jetzt nicht erkennen. Also was mache ich dann? Ja, in Betriebnahme kann ich nicht rausfinden, dann kann ich nur noch den Zustand überprüfen. Ich nehme da auch gerne mein vertrauenswürdiges Messgerät raus, stell das auf Gleichstrom. Da. Halt es einmal dran. Komm schon. Und voilà, 12,75 Volt. Im ausgeschalteten, also während der Motor aus ist. Das heißt, ja, die Batterie hält noch. Das ist eine 12 Volt Batterie, aber die haben immer mehr Spannung. Wenn die Batterie jetzt 12 Volt unterschreitet, dann wechsle ich die auf jeden Fall. Batterien kriegt man zwar auch unterwegs, aber manchmal hat man hier so einen Sonderfall, irgendwelche komischen Maße. Da muss man die zu Hause in Deutschland bestellen. Ist ja eh günstiger, also wenn ihr zu Hause seid, einmal kurz überprüfen. Dann habt ihr die häufigste Fehlerquelle des Autos ausgeschlossen. Übrigens, wenn in eurem Armaturenbrett die Batterie leuchtet, dann bedeutet das nicht, dass die Batterie kaputt ist, sondern dann bedeutet das, dass die Lichtmaschine, also quasi der Stromgenerator des Motors, flöten gegangen ist und die Batterie halt nicht mehr lädt. Dann müsst ihr schleunigst zur Werkstatt. Hatte ich in Griechenland auch, da habe ich zwei nette deutsche Damen kennengelernt, die hatten Starterprobleme, da habe ich sofort gesagt, ey, das ist die Batterie. Die hatten Angst, dass es der Generator ist. War zum Glück die Batterie. Und noch eine letzte Sache, bevor ich Feierabend mache, weil die Sonne verschwindet mir so langsam, ist der Erste-Hilfe-Kasten, wird auch gerne übersehen. Meiner hält bis 2025. Auch wenn dieser geöffnet ist, dann müsst ihr den wechseln. Wenn die Polizei euch anhält, könntet ihr da auch Ärger bekommen. So, jetzt mache ich aber wirklich Feierabend für heute. In der Dunkelheit macht das alles gar keinen Spaß. Vor allen Dingen muss ich für die nächsten Punkte unter das Fahrzeug her und da will ich nicht hier in der Wiese rumrollen. Die Tiere knabbern mich auch jetzt schon total an. Also koche ich mir was, lege ich mich pennen und morgen fahre ich mal zu einer anderen Stelle, wo es dann direkt weitergeht. So, meine Zuckerbärchen, das hat mich jetzt eine Woche gekostet. Entweder war ich in Hamburg oder an Stellen, wo das Filmen nicht möglich war oder es hat geregnet. Jedenfalls ist die nächste Sache ganz klar, dass wir das Auto von außen einmal komplett begutachten. Das soll heißen, wir machen auf jeden Fall wieder die Motorhaube auf und schauen von außen nach Schäden, nach irgendeinem Schwitzen. Das heißt, dass wir sehen, dass da irgendwelche Flüssigkeiten austreten und nach Rost und all dem Möglichen. Das bedeutet, wir fangen hier im Motorraum an. Ja, guck mal, hier ist eine tote Fliege. Worauf ich jetzt achte, sind solche Stellen. So sieht das aus, wenn irgendwo Öl ausgelaufen ist. Hier an der Stelle ist es nicht schlimm, weil es ist auf dem Motor drauf und nebenan ist der Öleinlass. Ich nehme einfach mal an, der Mechaniker, der hier dran war, hat ein bisschen daneben gegossen. Das ist vollkommen in Ordnung. Dort unten ist alles trocken. Da haben wir nicht solche schwitzigen Stellen. Das sieht man hier nochmal sehr schön. Da sieht alles gut aus, sieht alles gut aus, sieht alles gut aus. Das bedeutet, das ist der Punkt, wo ich jetzt unter das Auto gehe, beziehungsweise unter dem Motorraum und dort einfach nochmal schaue. Ich müsste dazu die Platte abnehmen. Das Problem ist momentan, hier gibt es eine Schraube, die ich nicht abbekomme. Und ich gucke da regelmäßig drunter. Ich weiß eh, dass bei mir alles trocken ist. Dort sieht man die Ölwanne. Das ist sozusagen der tiefste Punkt des Motors selber. Und wenn es irgendwo schwitzt, dann würde es auf jeden Fall an der Ölwanne ankommen. Das sieht ziemlich trocken aus. Es ist alles okay. Ich versuche noch ein paar andere schöne Winkel zu kriegen. Ich weiß, dass hier hinten zum Beispiel mein Turbo sitzt. Und anhand der Kamera sehe ich,
da ist nichts dran. Das ist übrigens auch ein netter Trick. Man kann einfach sein Handy nehmen, die Kamera anschmeißen. Wenn man will, kann man sogar auch noch ein Video dabei machen und dann einfach überall hintergucken, weil im Auto versuchen die so viel Platz zu sparen, dass alles so eng gebaut ist, wie es nur geht. Hier sehe ich gerade, dass meine Spritleitung nicht fixiert ist. Jetzt ist sie fixiert. Das Wasser habe ich übrigens in Hamburg nachgefüllt. Ich gucke jetzt von der anderen Seite nochmal unter dem Motor. Da sehe ich einen Schwachpunkt. Boah, ist das staubig. Hier sieht man, dass es ein bisschen schwitzt. Das ist jetzt nicht der Motor, sondern das ist die Lenkstange. Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist. Die war hier gerissen. Vor einem Jahr habe ich da bereits mit Kabelbinder etwas gemacht. Ich mache immer alles mit Kabelbinder. Da sieht man nochmal die Ölwanne sehr schön. Und es ist alles staubtrocken. Den Ölverlust, den ich festgestellt hatte, der wird wahrscheinlich durch den Turbo kommen. Ich weiß, dass das Fahrzeug ein Turboproblem hat, dass der Turbo früh anfängt zu schwächeln und dass der Turbo hier seine eigene Ölleitung zur Kühlung hat. Das bedeutet, er ist so runtergerieben und dort einfach Öl in Abgas reinkommt. Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Jetzt haben wir die Besichtigung des Motors schon mal erledigt. Man kann noch mal so außen am Auto entlang gehen, guckt man, ob er irgendwelche Risse hat, ob die Scheinwerfer zu sehr matt sind. Irgendwann reibt sich das durch kleine Steinchen matt. Man kann das behandeln mit ganz feinem Schleifpapier oder mit einer Poliermaschine soll das angeblich auch sehr gut gehen. Aber ich gucke hier erstmal außen noch mal weiter, ob irgendwelche Bollen da sind, die ich noch nicht kannte. Das ist alles in Ordnung. Die Scheibe habe ich mir in Mazedonien zerdeppert, die habe ich zu Hause dann wieder erneuert. Hier ist noch ein Klebestreifen, da kommen wir gleich zu. Hier hinten beim Rückwärtsfahren ist auch nichts besonders kaputt gegangen. Hier sind auch keine Risse drin. Man sieht auch schnell, dass hier sich zum Beispiel Feuchtigkeit drin bildet. Dann ist meistens die Dichtung, so ein kleiner Gummiring hier drumherum kaputt. Das ist TÜV-relevant, da kann man durchfallen bei. Ich klappe mal den Müll ein hier. Guck mal hier nochmal, was ist das denn? Da hat mir wohl ein Vogel sein Gebiet markiert. Das hier ist in Griechenland passiert. Da bin ich alleine durch die Berge gefahren und habe einen Baumast nicht gesehen, der auf dieser Höhe rausguckte. Den habe ich dann hier mitgenommen. Der hat mir die komplette Seite eingedrückt. Das ist sehr lustig. Das habe ich dann sofort eingesprüht. Da gucke ich auch nochmal drauf, ob sich jetzt mittlerweile Rost bildet. Das ist eigentlich eine beschissene Sache. Aber naja, das Auto gewinnt ja eh nicht in einem Schönheitswettbewerb. Des Weiteren sieht hier alles okay aus. Hier sieht man, dass die Seite komplett eingedrückt ist. Das war beim Kauf bereits so. Das war nicht ich. Gucken wir mal weiter. Die Spiegel haben keine Risse. Das würde man natürlich unterwegs sofort bemerken. Sieht alles gut aus. Das Ding müsste unbedingt mal gewaschen werden. Und ganz wichtig, vorne nochmal gucken. Wenn man über 80 km/h fährt, bekommt man hier ganz schnell Steinschlag und Rostpunkte. Was ist das denn hier? Sowas könnte sich zu einem Rostpunkt, aber es fühlt sich gut an hier. Definitiv, das ist ein Durchbruch. Also man hat hier das Metall und darüber ist halt Lack drüber gezogen. Ich denke, das weiß jeder. Und hier sieht man eindeutig, dass das durch den Lack durchgeschlagen ist. Und auf sowas muss man dann aufpassen. Unterwegs hier auch. Unterwegs guckt man da nicht so oft drauf. Oder ich zumindest nicht. Für mich ist das Ding einfach nur so ein Nutzfahrzeug. Aber wenn ich dann mal in Deutschland bin und einmal so eine Inspektion quasi mache, dann achte ich da schon drauf. Ganz wichtig, auch nochmal auf dem Dach gucken. So, hier sieht man tolle Fußspuren von mir. Da habe ich einmal versucht, das mit einfachen Mitteln zu waschen. Die Solarpanel untersuchen. Wichtig bei den Solarpaneln, ihr seht hier diese leichten Spuren. Man nennt das Schneckenspuren. Das ist ein bisschen X-förmig durchgebrannt hier. Ich konnte nicht ganz herausfinden, was das wirklich zu bedeuten hat. Vermutlich ist das wegen Überspannung einfach durchgebrannt, wenn die Sonne zu sehr drauf scheint. Ich gehe davon aus, dass diese Zelle hier nicht mehr funktioniert. Die anderen Zellen haben noch Wirkung. Ich habe da hinten ja sowieso noch mehr Zellen. Die sind komplett in Ordnung. Das heißt, die Solarpanel bringen genug Leistung. Hier diesen Kabel, boah, hier knackt alles. Hier den Kabeldurchbruch nochmal überprüfen. Der Kleber funktioniert gar nicht mehr, aber das hier hält es noch. Und hier kann man noch die Stecker nachziehen. Wenn mir da jetzt irgendwann mal Regen durchkommt, dann mache ich das mal. Boah, wie kommen denn diese Bäume hier drauf? Hier mein Dachpilz. Haben wir die Klebestellen untersuchen. Nicht, dass hier eine absolute Katastrophe passiert und ich dann das Vergnügen habe, in einem fremden Land mit einem kaputten Dach dazustehen. Ja, sieht für mich alles gut aus. Jetzt waren wir auf dem Auto und jetzt geht's unters Auto. So, dafür ziehe ich mir meine schöne Arbeitsjacke an, als wäre es nicht heiß genug. So, aber einmal auf den Rücken daher robben. Hier, das erste, was ich sehe, das sind solche Hitzeschutzbleche. Bei mir lösen die sich überall komplett auf. Beim Fahren rattert es dann total laut. Mir persönlich ist das total egal. Hier sieht man leichte Korrosionsstellen. Um die werde ich mich gleich kümmern. Und zwar bürsten wir die ein bisschen ab. Da kommen wir gleich zu. Da vorne ist auch noch ein bisschen Korrosion. Aber ansonsten sieht hier alles gut aus.
Gucke ich nochmal aufs Fahrwerk ein bisschen. Hier ist mein Federblatt. Das Zeug, was hier drauf ist, das ist ein Steinschlagschutz. Das ist hier überall drauf gesprüht worden. Das löst sich hier langsam ab. Und man sieht, das korrodiert hier überall. Das ist noch nicht allzu schlimm. Aber über die Jahre könnte es zum Problem werden. Was die halt beim TÜV dann immer machen, ist, die nehmen sich einen Schraubendreher und machen den Schraubendreher-Test. Die klopfen einfach mit dem Schraubendreher da so gegen. Wenn der Schraubendreher durchbrechen würde, dann habt ihr auf jeden Fall verloren. Also das muss so ein Auto auf jeden Fall aushalten. Oder so ein Bauteil aushalten. Ihr könnt da ruhig richtig dolle gegenhauen. Das machen die beim TÜV sowieso. Ich hatte das Problem letztes Jahr hier vorne. Da kam ich mit einem Schraubendreher durch, da musste ich alles rausschneiden, neu schweißen. Hat der TÜV gesagt, das hast du super gemacht, Tobi. Das kann man selber halt zu Hause auch machen, bevor man dann beim TÜV das böse Erwachen hat. Wichtig, unterm Auto sind neben dem Rost Sachen auch diese Gummis, die hier drin sind. Oh, ich kannte mal den Namen. Naja, die sind auf jeden Fall dazu da, dass das Metall nicht auf Metall schlägt. Nur irgendwann wird das Gummi auch trocken, wird porös und es kommt dann langsam raus. Alle 10 Jahre muss man die auch auf jeden Fall wechseln. Das würde ich auch nicht selber machen, weil das soll die Hölle sein. Das würde ich immer von der Werkstatt machen lassen. Die haben spezielle Werkzeuge, da geht das ganz schnell bei denen. Vorne natürlich auch. Und bei dem lenkenden Reifen, bei den vorderen Reifen, sind neben den Gummis auch noch diese Gummis hier oben wichtig. Die Antriebswellen, Gummidichtung, Ring, keine Ahnung. Fragt mich, erschlagt mich damit. Wenn ich da so einen Flüssigkeitsaustritt, also so ein Schwitzen oder so ein Öl unten sehen würde oder irgendwelche Risse da, würde ich das auch auf jeden Fall vorzeitig wechseln, weil da drin ist ein Gelenk, das die komplette Antriebskraft auf den Reifen überträgt. Und wenn da Sand reinkommt, wenn das ein bisschen undicht ist, dann kann das schnell böse enden. Vor allen Dingen passiert das auch regelmäßig. Das ist ein Gummi, das sich immer wieder knickt bei jedem Reifendreher. Gucken wir mal schnell auf die andere Seite noch. Ja, hier sehen die Ungummis auch. Die sind ja auf jeden Fall irgendwann mal neu gemacht worden, bevor ich das Auto gekauft habe. Des Weiteren sieht hier auch alles wunderbar aus. Das hier macht mir irgendwie ein bisschen Sorge. Das würde aber eher erst in 5 Jahren oder sowas Probleme machen. Ja, ansonsten bin ich sehr zufrieden damit. Auch so Beulen oder wenn Teile runterhängen würden oder unterm Auto irgendwelche Flüssigkeiten austreten würden, da sollte man auf jeden Fall gucken, wo das dann herkommt und ob diese Flüssigkeiten für Korrosion gesorgt haben. Und dann, wenn man damit durch ist, kümmere ich mich meistens um die Rostbehandlung. Zur Rostbehandlung will ich sagen, dass es eigentlich nur eine vernünftige Rostbehandlung gibt, und zwar das Austauschen der Teile bzw. das Rausschneiden des Rostes und Zuschneiden eines Ersatzteiles und Reinschweißen. Weil Rost ist wie so ein unterirdisches Feuer, das man nicht löschen kann. Man kann es verlangsamen, ja, aber löschen geht nicht. Früher oder später wird der Rost auf jeden Fall alles zerstören. Deswegen machen wir jetzt quasi eigentlich nur eine einfache Rostvorbeugung. Ne, Vorbeugung kann man das auch nicht nennen. Eine einfach umzusetzende Rostverlangsamung. Was wir dazu benötigen, ist einfach Rostumwandler. Das ist so ein einfaches Zeugs. Habe ich mir direkt in so einen Literbottich geholt. Und etwas, womit wir das auftragen können. Man kann das natürlich ganz klassisch mit solchen Pinseln auftragen. Kommt man nicht immer überall dran. Das kleckert und man muss die Pinsel danach reinigen oder man kann sie dann quasi sofort wegwerfen. Was ich noch gerne mache, ist das einfach zu sprühen. Dazu habe ich mir einfach so ein, man kennt das ja, so eine Sprühflasche, Rostumwandler rein, das war's. Das kleckert übrigens auch gewaltig, aber die Behandlung ist sehr einfach. Vorher sollte man die rostige Stelle auf jeden Fall abkratzen. Das bedeutet, man sagt dazu, mit physischen Mitteln so viel Rost entfernen, wie es nur geht. Das ist so eine einfache Bürste, die ich hier habe. Dazu habe ich noch eine grobe Bürste, die kratzt euch wirklich alles kaputt. Aber da stehe ich drauf. Zuallererst gucke ich mir eine Stelle an, die ich noch vor 2 Jahren behandelt habe. Und zwar ist das beim Opel Movano aka Reno Master diese Stufe hier drunter. Man sieht das ja hier toll. Durch den ganzen Dreck bleibt die Feuchtigkeit auch hier länger stehen. Deswegen fege ich einmal kurz alles weg. Und man sieht das hier schon toll. Das ist ja so oberflächlich leicht rostig. Vor 2 Jahren war das katastrophal hier. Da war ja alles wirklich komplett voll mit Rost. Ich hatte das dann halt mit der Bürste komplett abgekratzt, das mit Rostumwandler eingesprüht, diese 3 Stunden gewartet und es dann drüber lackiert. Wie man sieht, 2 Jahre später, es ist ja kaum schlimmer geworden. Andere Reno Master, die sind hier an den Stellen komplett durchgerostet. Also wie gesagt, das verhindert den Rost nicht komplett, aber das bremst es gewaltig. Ich fege das gleich auf jeden Fall nochmal ab, um den ganzen Dreck hier wegzubekommen. Und als Beispiel, wie man den Rost ein bisschen vorbeugt,
werde ich mir hinten irgendwas Tolles suchen. Da habe ich ja schon eine tolle Stelle gefunden. Und zwar nehme ich, denke ich, das hier. Guckt euch das an, wie ekelhaft das aussieht. Boah, das werde ich sowas von wegkratzen hier. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. So, was mache ich? Ich nehme den Rostumwandler mit. Ich glaube, ich mache das mit beiden, um das mal zu zeigen. So, und ganz wichtig ist noch ein Stück Pappe, das ich mir drunter lege, um Tropfen abzufangen. Ja, und dann geht's auch schon los. So, fangen wir mit der kleinen Bürste an. Naja, das ist die rostige Farbe natürlich. Alles, was man vorher abkratzt, trägt dazu bei, dass es auf jeden Fall wesentlich besser funktioniert. Wichtig ist zu wissen, dass wir jetzt diese Schutzschicht auch abgekratzt haben. Deswegen sollte man nach dem Rostumwandler nachlackieren. Ich selber mache das aber nicht immer, weil besonders an Stellen wie hier kommt man nicht überall dran. Und ich mag es zu beobachten, ob die Stellen nachrosten. Und wenn da Farbe drüber ist, dann sieht man das meistens etwas später erst. So, das ist die kleine süße Bürste. Ich nehme jetzt mal das riesen Oschi-Ding. Boah, Alter. So, und jetzt nehme ich mir einen passenden Pinsel. Einmal reinpinseln, drüber pinseln. Man sieht, das ist so schön milchig. Und später wird das halt bläulich, nachdem es mit dem Rost reagiert hat. Alles landet hier im Karton, ja, aber wenn du dir gerade die Frage stellst, ob du eine Sicherheitsbrille tragen solltest, dann ist die Antwort immer ja. Ich habe jetzt leider keine hier. Ich habe meine zu Hause vergessen, deswegen mache ich das mal ausnahmsweise ohne. So, den Deckel wieder drauf. Das ist ja jetzt schon wunderbar eingepinselt. Mit der Sprühflasche mache ich das jetzt nicht, weil die Sprühflasche sprüht auch drumherum alles ein. Das gäbe dann eine Riesensauerei. Man kann sich ja denken, wie das funktioniert mit der Sprühflasche. Da sieht man schon so eine leichte Verfärbung. So, ich warte jetzt 1, 2, 3 Stunden, gucke mir das dann nochmal an und zeige euch das dann nochmal. Der Vorbesitzer hat hier Stellen einfach so drüber lackiert, ohne das vorher zu behandeln. Das kann auch gut gehen, weil durch den Verschluss kein Sauerstoff mehr dran kommt. Hier ist es nicht gut gegangen. Man sieht den Rost ganz offensichtlich oberflächlich. Man darf den Rostumwandler eigentlich nicht auf dem Lack verwenden. Ich versuche das jetzt ganz fein einzupinseln. So, da warte ich jetzt auch eine Stunde. Und dann werde ich die Stelle auf jeden Fall drüber lackieren. Später. So. Zeit ist rum, einmal gucken. Ja, das sieht gut aus. Na, das ist halt alles getrocknet und hat sich halt so verfärbt. Gucken wir mal die Seite an. Hier ist das dasselbe. Wenn man das so leicht gegen Licht hält, dann sieht man, dass das Metall halt schon reflektiert. Das werde ich auf jeden Fall lackieren, die andere untere Seite eher nicht. Dann kann man das da unten noch ein bisschen beobachten. Den fetten Osch hier, den muss ich nicht hier haben und will ich auch nicht beobachten. Deswegen hole ich mir jetzt die Grundierungsfarbe. Die hält am besten. Dann wird hier seitlich ein bisschen was abgeklebt und dann gehe ich auf hoher Entfernung einfach ein bisschen drüber, dass das so weiß wird. Ja, ich gehe einmal so rum. Von der anderen Seite auch das Ganze. So. Schön darauf achten, dass alles richtig bedeckt ist. Ja, das sieht gut aus. Hier oben sieht es aus, als ob der nicht ganz drauf wäre, aber ich kann doch sehen, dass es bedeckt ist. Ja, und jetzt einfach trocknen lassen. Und ja, hier sieht man es nochmal ganz deutlich, das Abkleben hat dafür gesorgt, dass die Kanten halt super sichtbar sind hier. Aber ich lasse das mal so. Das ist das erste Mal, dass ich das so schlimm habe. Ich will mal wissen, ob es nach der Zeit irgendwie abreibbar ist oder ob es sich vom Licht her, von der Farbe her genug angleicht, dass man das auch so machen kann. Ich meine, das ganze Auto ist ja quasi für mich sowas wie ein Testobjekt. Und auch sowas, da würde ich gerne mal von lernen. Ja, damit ist das Rostproblem zum größten Teil eingedämmt. Wir sind fast fertig für unsere nächste große Reise, die ein halbes Jahr lang dauert. Bis auf eine Sache, die ich immer mache und dringend empfehle, ist einmal das komplette Auto auszuräumen und wieder einzuräumen. Man findet immer irgendwelche Sachen, die man doppelt hat, die man eigentlich gar nicht benötigt. Oder wo man mittlerweile vergessen hat, dass man die überhaupt hat. Und gerade in so einem kleinen Raum kann man durch solche Aktionen richtig viel Platz rausholen. Ich habe das zu Hause bereits gemacht. Ich habe zum Beispiel eine Menge Anziehsachen zu Hause gelassen. Aber auch so ein
Elektronik-Krimskrams, den ich eigentlich gar nicht brauchte, habe ich ausgeräumt und dadurch viel mehr Platz eingeholt. Aber ich werde jetzt trotzdem noch ein paar Sachen rausholen, weil ich euch unbedingt zeigen möchte, was man dann währenddessen noch machen kann. So, ich habe jetzt mal nur ein paar Sachen rausgeholt. Man sieht das schon. Erstens, man kann alles dadurch viel besser reinigen. Aber auch Wasserschäden oder Schimmelbefall kann man so schnell finden. Besonders hier bei der Spüle oben kann man am Holz dann wunderbar erkennen, ob da irgendwie, wenn da ständig Feuchtigkeit dran kommt, ob hier irgendetwas wächst. Da hatte ich immer große Sorge vor, aber das ist bei mir nie passiert. Auf dem Boden sieht man leichte Flecken, weil mir mal der Heizungstank ausgelaufen ist. Aber das ist natürlich ein guter Indikator dafür. Boah, hier ist alles voller Dreck schon wieder. Das ist natürlich ein guter Indikator dafür, dass hier ein Tank undicht ist. Und auch solche Stellen wie zum Beispiel diese Fußpumpe hier. Wenn hier jetzt sich bei den Bohrlöchern oder bei der Auflagefläche irgendwie so ein Gammelzeug bilden würde oder so, dann wüsste ich, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Am Anfang hatte ich das tatsächlich, aber das lief durch eine andere Undichtigkeit am Schlauch herunter und hat sich dann hier angesammelt. Das hätte ich ja so sonst nie gefunden. Und ja, und beim Einräumen würde ich dann jetzt halt schauen, was brauche ich tatsächlich, was ist überflüssig. Und so eins, zweimal im Jahr holt man so nochmal richtig viel Platz aus dem Auto heraus. Würde ich definitiv jedem empfehlen. So, und damit weiß ich jetzt schon, dass ich bereit bin für die nächste große Reise. Die letzte Reise war ja von Deutschland Richtung Griechenland runter, Bulgarien zurück, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und alles. Ich weiß jetzt zum Beispiel in Albanien, dass die Berge dort mein Fahrwerk nicht zerstört haben, dass ich durch den ganzen Regen und in Slowenien und Österreich keinen Wasserschaden habe. Und jetzt momentan bin ich nördlich von Hamburg, kurz vor Kiel und fahre mit der Fähre nach Klaipeda heißt es. Und mache dann dort eine Baltikum-Tour. Ich weiß nicht, wie lange ich dort unterwegs sein werde. Ich fahre auf jeden Fall hoch bis nach Tallinn, schaue mir das nachgebaute Tschernobyl-Kraftwerk hier unten wieder an. Da kommen massig Videos zu. Und jetzt, wo ich das Auto auch gecheckt habe, auch Rostvorsorgen gemacht habe, die Solarpanel gesehen habe, weiß ich auf jeden Fall, dass das Auto mir auf der Reise treu bleiben wird. Wie bereits angesprochen, kann man sich noch Öl für den Motor dazu holen, werde ich mir auf jeden Fall zulegen müssen. Glühbirnen kann man sich holen. Die Sicherung fürs Auto habe ich auch bereits gezeigt. Ich habe mir gestern auch noch so ein Reifendichtmittel geholt. Ich habe keinen Ersatzreifen in meinem Fahrzeug. Ich finde hier auf gar keinen Fall Platz dafür. Und damit kann ich guten Gewissens die Reise antreten. Ja, es kommt auf jeden Fall noch ein Video zum Thema Arbeit unterwegs. Das wird ja ständig gefragt. Und es gibt auch unterwegs die unterschiedlichsten Leute, wie sie ihre Brötchen verdienen. Das wird ein sehr interessantes Video. Aber ich werde jetzt auch viele Videos einfach wie normale Reisevideos gestalten. Wie ich immer sage, beim Vanlife ist das Auto eigentlich nur ein kleiner Aspekt. Ich persönlich befinde mich eigentlich immer draußen und sitze nicht im Auto. Und bisher habe ich auf dem Channel nur über das Auto gesprochen. Deswegen finde ich, das repräsentiert diesen Lebensstil nicht korrekt. Also werde ich euch jetzt die nächsten Wochen und Monate auf meiner Reise mitnehmen. Ja, ich werde jetzt wieder alles einräumen. Ich werde das Auto auf jeden Fall putzen müssen. Das ist mir heute aufgefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, dann schreibt es auf jeden Fall. Ich freue mich richtig, dass alles in Ordnung ist. Morgen oder übermorgen bin ich dann endlich auf der Fähre und sage bis dahin, wir sehen uns unterwegs.